Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einem weiteren gespendeten Mega-Opening. Das heutige Päckchen kommt vom lieben Alex und was uns darin erwartet, das erfahren wir jetzt. Jo, hier erwartet uns offensichtlich mal wieder einiges. Ja, was haben wir denn da? Erstmal haben wir Folie, dann haben wir eine Tinbox, Blackfire-Hüllen und eine ominöse neutrale Verpackung. Ich würde sagen, ich räume das ganze Ding jetzt erstmal aus und dann schauen wir uns das genauer an. Ja, liebe Freunde, zunächst einmal haben wir hier drei Blackfire-Hüllen. Das hat er sich wohl vom lieben Felix abgekupfert. Ja, mega cool, habe ich wieder ein bisschen was zum Sleeven, sollten so 180 bis 200 Hüllen in etwa sein. Sehr cool, wie viel sind drin? 60, also 180 Hüllen. Sehr cool, habe ich zumindest für den heutigen Abend noch mal ein bisschen was zu tun nach der Aufnahme. Richtig cool. Genau, die sind schon mal dabei gewesen. Dann haben wir eine ominöse Tinbox. Okay. Keine Ahnung, ob jetzt da Holos oder Kamins drin sind. Scheint wohl gut gepolstert zu sein. Schauen wir uns auf jeden Fall später an. Und dann haben wir hier eine ominöse, neutrale Pappschachtel. Ich würde auch sagen, dass wir auch direkt mit der anfangen. Wir werfen mal einen Blick hinein. Okay, das ist viel Zeitungspapier und ich sehe Toploader. Ich weiß auf jeden Fall, dass diese Sendung relativ krass ist, weil ein paar Karten hat er mir schon gezeigt. Ich schätze tatsächlich, dass er mir schon die Highlights gespoilert hat. Und ich denke auch mal, dass die hier drin sein werden in den Toploadern. Ich meine, was sonst sollte da drin sein? Hier haben wir jetzt auch nochmal ganz massiven Block an Karten, welcher in Zeitungspapier gehüllt ist. Den schauen wir uns gleich an. Jetzt gucken wir erstmal, was wir hier alles haben. Und wir starten durch. Nice. Aus Ignition Assault. Alter Krieger, meisterlicher Son Mao. Das ist halt wirklich eine sauschöne Karte, Leute. Ich will jetzt hier mal nicht spoilern. Ach, guckt euch mal das Artwork an. Diese alten Krieger sind halt mega nice. Und tatsächlich gehört San Mao zu meinen Lieblingskarten des Themas. Wobei wirklich alle gut aussehen. Ich habe noch keinen gesehen, der irgendwie in irgendeiner Art und Weise schlecht aussehen würde. Wir holen ihn hier mal raus. Und ihr seht, der ist auch schon richtig eingehüllt in der richtigen Sleeve. Sehr, sehr schön. Aktueller Wert, glaube ich, 1,50 Euro oder so. Trotzdem sehr, sehr schön. Ich glaube, das ist das erste Set, wo er offiziellen Support bekommt in Ignition. Nee, nicht Ignition Assault, das ist ja Ignition Assault. In Eternity Code bekommt er ja nochmal Support. Und beziehungsweise das Thema halt nochmal Support. Und ja, ist auf jeden Fall eine sauschöne Karte, Leute. Guckt euch mal das Artwork an. Wir heben es mal ein bisschen hier an die Kamera. Das ist einfach erstklassig. Das ist ein wahres Kunstwerk. Endlich mal wieder ein schönes Kriegerthema, wo man sagen kann, yep, that's it. Okay, die legen wir uns auf jeden Fall mal raus. Das ist für mich ein Highlight. Legen wir die mal hier oben hin. Dann schauen wir mal weiter. Wir haben als nächstes... Au, mega nice! Davon wusste ich nix. Alter, schaut euch das mal an. Der blauäugige alternative weiße Drache aus dem Movie Pack Secret Rare Edition. Mein erstes Exemplar. Mega, mega schön. Ja, in Secret Rare, mega cool. Den gibt es natürlich auch aus dem OCG in Secret Rare, da habe ich auch einige Varianten. Zum einen die aus dem 2017er Umschlag. Sehr, sehr teuer, gibt es ja nur 2500 Mal auf der Welt. Und dann noch einige aus der 20th Anniversary Collection, ebenfalls im Prismatic Secret Rare. Wobei ich sagen muss, dass die Karte im normalen Secret Rare natürlich wesentlich, wesentlich schöner ist. Ich glaube, die müsste so um die 15 Euro aktuell gehen. Wobei ich das Gefühl habe, dass die Karte relativ hart in diesem Pack gespammt wurde, im Gegensatz zu den anderen Karten. Weil wenn man mal schaut, wie viele da teilweise gezogen werden aus minimalem Packaufwand, dann ist das schon ein bisschen auffällig. Sehr cool. Der Preis wird wahrscheinlich abstürzen, sobald die Karte mal nicht mehr spielbar ist, aber momentan 15 Euro, mega nice. Als nächstes haben wir... Wow! Ja! Die Karte habe ich schon gesehen. Die hat er mir schon gezeigt. Jetzt kommen die LED-Karten. Sehr cool. Wir haben hier Elementarheld, schwungvoller Soldat. Der geht aktuell über 20 Euro. Mega, mega, mega schön. Es ist zwar nicht der schönste Elementarheld aus dem Pack, aber es ist, glaube ich, der teuerste. Ist natürlich echt eine coole Karte.
Und man erkennt halt auch direkt, dass es ein Elementarheld ist. Ich persönlich muss natürlich wieder ein bisschen kritisieren, dass die Farben wieder so ein bisschen zu einheitlich sind. Der Hintergrund und Monster verschmelzen quasi zu einer Einheit. Wie bereits gesagt, ich habe es gern mit einem gewissen Kontrast. Hätten sie den Hintergrund einfach entweder eine andere Farbe gegeben oder ihn von der Intensität her einfach dunkler gemacht, wäre das wesentlich besser geworden. Dennoch keine hässliche Karte, ein sehr, sehr schöner Elementarheld. Auch mein erstes Exemplar an der Stelle. Mega cool. Also wir starten hier wirklich durch mit den Highlights, Leute. Mega nice. Als nächstes haben wir... Lieblingsheld. Ja, ich denke mal, Elemental Flammflügelmann ist tatsächlich der Lieblingselemental einiger Elementalhelden-Fans. Ein wunderschönes Artwork natürlich auch, allerdings weiß ich gerade gar nicht, was die Karte wert ist. Ich werde es dann wahrscheinlich hier oben einblenden. Mega, mega toll auf jeden Fall. Auch eine sehr schöne Karte, eine sehr schöne Ultra Rare aus LED6. Mega, mega cool. Ich muss sagen, Artwork-technisch haben sie sich hier in diesem Set wieder überschlagen, kann man fast sagen. Es ist einfach der pure Wahnsinn. Also ich habe mir leider Gottes kein Display davon gegönnt und werde mir wohl auch keins gönnen. Aber es ist einfach ein unglaublich schönes Set. Es ist ein unglaublich schönes Set und Kaufempfehlung für absolut jeden. Weiter geht's mit Elementarheld Sunrise. Und das ist tatsächlich einer der schönsten Elementarhelden, die in letzter Zeit auf den Markt gekommen sind. Wert so um die 10 Euro in etwa. Sehr, sehr, sehr schön. Schaut euch mal das Artwork an. Mega, mega schön. Elementarheld Sunrise. Hier haben wir jetzt einen schönen Kontrast zwischen Helden und Hintergrund. Auch der Held ist äußerst innovativ gezeichnet, auch eine äußerst innovative Farbgebung. Erinnert von der Farbe her so ein bisschen an den Vision Cell Trinity, aber ist halt einfach viel, viel, viel krasser designt. Mega, mega schön. Also das ist tatsächlich eine meiner Lieblingskarten aus dem Set. Und ich freue mich, dass er mir die hier gegeben hat. Also das ist halt wirklich gar nicht selbstverständlich. Wenn er das verkauft hätte, das wären locker 50, 60 Euro gewesen, was er da macht. Und eine extrem schöne Karte, wirklich. Ich würde die tatsächlich, wenn ich das Pack aufmachen würde, ich würde eher hoffen, dass ich die ziehe als dieses teure Magermädchen und Dark Magician Duo. Auch wenn die mega cool aussehen, ich finde, der hier ist einfach designtechnisch wesentlich auffälliger und natürlich wesentlich schöner gelungen. Der Elemental ist komplett neu designt. Es ist zwar ein Elemental vom Namen her, aber im Prinzip ein komplett neu designter Krieger, ohne sich an irgendetwas anzulehnen. Das Magiermonster ist halt mal wieder, es zehrt halt mal wieder von altem Ruhm, sage ich mal, was das Artwork angeht. Was nicht heißt, dass es schlecht ist. Es ist, wie bereits gesagt, unglaublich schön, aber es ist halt wenig innovativ. So, den legen wir den hier hin, den legen wir hier hin. Und zu guter Letzt haben wir, ja, meine Lieblingsmagierkarte aus dem Set und auch die finde ich schöner als die teure Magierkarte, nämlich die dunklen Magier. Natürlich zehrt auch dieses Artwork, wie eben auch das andere, sehr, sehr stark von altem Glanz, sage ich mal. Wir haben hier natürlich zwei absolut ikonische Monster, der Dark Magician und das Dark Magician Girl, zusammen auf einem Artwork, sozusagen zu einem Duo fusioniert, wenn man so möchte. Sehr, sehr cool, auch die geht in etwa 10 Euro. Mega schöne Karte, auch mein erstes Exemplar. Also ihr merkt schon, er hat sich hier wirklich Mühe gegeben, er hat sich hier richtig die Spendierhosen angezogen, Leute. Das ist unglaublich cool. Das ist tatsächlich mal eine Spende, die weniger auf Masse setzt und mehr auf Klasse, sage ich mal. Viele Spenden, die ich bekomme, sind darauf ausgerichtet, dass ich mir dieses ganze Random-Zeug nicht mehr ranholen muss. Da bekomme ich dann aus BLHR oder so bekomme ich tonnenweise Karten, was äußerst gut ist, da ich mir eben die einzelnen Karten dann nicht mehr ranholen muss. Stellt euch mal vor, ich müsste mir jetzt diese ganzen einzelnen Karten rankaufen, immer 9er-Sets oder 10er-Sets, da würdest du nicht fertig werden. Und da helfen mir natürlich diese Spenden extrem, dem vorzubeugen, aber auch solche Spenden trudeln ab und zu ein, wo wirklich Karten drin sind, die wirklich hoch im Preis sind. Und das ist halt auch natürlich auf der einen Seite sehr, sehr hilfreich. Auf der anderen Seite lässt mich das dann doch etwas erröten. Mega cool auf jeden Fall. Also ich denke mal, das werden schon mal die Highlights gewesen sein. Jetzt haben wir hier aber noch was drin. Ich mache mal hier einen kurzen Cut. Ich will das mal kurz auspacken. So, ich habe das Ganze jetzt mal ausgepackt. Das ist auch alles schon fein säuberlich in Blackfire-Hüllen eingesleeved worden. Und wir werden uns jetzt mal angucken, was sich darin befindet. Hier bin ich natürlich vollkommen ahnungslos. Ich würde sagen, wir lassen uns mal überraschen und starten mit mega cool, dem tiefäugiger weißer Drache. Ich würde sagen, den ganzen Blue-Eye-Stuff
den legen wir uns natürlich auch raus. Zumindest immer ein Exemplar davon. Das ist schon mal sehr, sehr schön, dass wir die Karte hier dabei haben. Mega cool. Sieht in Secret natürlich auch nochmal um Welten besser aus. Ich muss sagen, dass im Allgemeinen diese doch teilweise sehr fad designten Artworks des Movie Packs, und ja, ich muss sagen, es gibt tatsächlich sehr viele Karten, die halt wirklich, wirklich wenig spektakulär sind, dass sie durch diesen Secret-Effekt nochmal so einen gewissen Pep bekommen, dass die irgendwie anders hervorstechen und dann doch relativ interessant wirken. Dasselbe gilt natürlich auch für den pandemischen Drachen, der von seinem Design her eigentlich relativ gut gelungen wäre, aber einfach zu klein für das Artwork ist. Also die hätten den ruhig ein bisschen mehr ranzoomen können, auch wenn ich verstehe, dass sie den so klein gemacht haben, weil speziell diese Bögen hier, die rausgehen, natürlich sozusagen das Markenzeichen der Karte sind. Da haben sie natürlich, wenn sie jetzt, der Korpus ist da jetzt eher weniger interessant, aber ich verstehe es, aber trotzdem ist er halt irgendwie zu klein für das Artwork. Angriffswyvern habe ich ja beim letzten Video auch schon mal besprochen, mega cool. Dark Magician, dunkles Magiermädchen, die legen wir natürlich auch mit raus. Dann, was haben wir denn hier? Plünderpatrouillen Werft. Ignition Assault Staffer. Da bin ich jetzt mal gespannt. Plünderpatrouillen Werft. Dann haben wir Alter Krieger, treuer Duan Yun. Yan, oder wie das auch mal ausgesprochen wird. Auch ein sehr schönes Artwork. Alter Krieger, sehr cool. Schaut euch mal das Artwork an, Leute. Eine mega schöne Super Rare. Alter Schwede. Fühlt sich irgendwie mega cool an, die Karte. So, als wäre es eine richtige Holo. Ich weiß nicht warum. Es ist zwar keine, aber trotzdem. Dann haben wir Lichtdrache Edignister. Als Super Rare tatsächlich. Ist auch schon lange nicht mehr da gewesen. Sehr, sehr coole Karte an der Stelle. Sehr schönes Design. Na, gefällt mir wirklich extrem gut. Und auch als Coverkarte natürlich absolut passend gewählt. Dann haben wir den Kodiersprecher invertiert. Ich finde, es werden langsam zu viele Kodiersprecher. Die hätten das bei den 6 Stück belassen sollen, die es so ursprünglich im Anime gab. Jetzt wird daraus so ein Riesenthema. Ist nicht schön. Ich hab's lieber klein und fein. Klasse statt Masse sozusagen. Nicht Masse statt Klasse. Aber gut, jetzt ist es halt so. Dann haben wir Megalith Ophiel. Die Megalithen finde ich ja ohnehin mega cool. Das ist ein sehr, sehr schönes Thema. Und Ophiel ist natürlich auch tatsächlich einer meiner Lieblingsartworks. Es gibt noch eins, das finde ich ein bisschen schöner, ist eine Kammeln. Das ist die Karte mit der schwarzen und der weißen Statue, deren Namen ich gerade vergessen habe. Ihr wisst aber bestimmt, welche ich meine. Sehr, sehr cool. Dann haben wir Kujikiri Fluch. Sehr, sehr schön. Scheint ist das eine generische Karte, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Liga in Master der Stufe 9 von deiner Hand oder offen von deiner Spielfeldseite auf den Friedhof. Das scheint eine generische Karte zu sein und das gefällt mir sehr gut. Warum gefällt mir das sehr gut? Schaut mal, wie der Holo-Effekt ist. Die Karte ist mir schon bei Openings anderer YouTuber aufgefallen. Hier schillert nämlich der Gegenstand und nicht der Hintergrund. Meistens ist es ja genau umgekehrt. Und das gefällt mir, das ist mal eine schöne Abwechslung, sehr schön. Dann haben wir Megalith Aratron, auch eine sehr coole Karte, habe ich mir als 20th Anniversary Secret aus dem OCG bestellt. Dann Hexwerkerin Jenny, haben wir auch schon mal gesehen, vor kurzem. Dann Wind Pegasus at Ignister. Ja, die Ignister-Karten, ne? Mega cool. Dann haben wir Karakuri Super Shongon MDL00 Buraidu. Oh, Jacko Bolan, tatsächlich einer meiner Lieblings-Super-Rares. Ich meine, gönnt euch mal das Artwork, Leute. Gönnt euch dieses Artwork. Ist das nicht einfach nur übertrieben fett? Da hinten noch so ein schöner Blutmond, ganz leicht anschattiert sozusagen. Wahnsinn! Und irgendwie, nachdem ich die Karte gesehen habe, hat sich mir so der Wunsch geregt, dass Konami mal so ein Halloween-Set machen sollte. Irgendwie, wo das alles so ein bisschen auf Kürbis und Zombie und so. Ich finde es einfach mega toll, ohne Witz. Dieses Artwork ist einfach absolut perfekt. Und das ist halt auch wieder was, wo ich sage, wir entwickeln uns einfach wieder in eine schöne Richtung, die ernsthafter ist, die nicht mehr so kindlich ist und wesentlich erwachsener wirkt. Und das hier ist natürlich wieder so ein Spiegelbild meiner Aussage, wenn man so möchte. Oh, Strickschaf, mega nice, die geht aktuell über 4 Euro. Das ist eine schöne Rare. Das ist eine schöne Rare. Das ist eine Rare, die wir uns tatsächlich rauslegen. Das ist ein Highlight. Natürlich wird diese Karte, also vermutlich in irgendeinem OTS Tournament Pack als Super Rare rauskommen und sie wird natürlich auch irgendwann wieder sinken, vollkommen klar. Aber momentan 4 Euro, das ist ein absolutes Highlight. Mega, mega schön. Dann haben wir Vernichter Erzunterwäldler als Rare, außer die unerschütterliche Erdverzauberin. Gibt es auch als 20th Anniversary Secret. Feuerphönix Edignister finde ich auch sehr, sehr schön. Als Rare hätte ich mir aber auch als Holo gut vorstellen können. Im OCG gab es sie, glaube ich, als Ultra Rare. Dann haben wir Erdgolem Edignister. Himmelsjäger Manöver Scherenschneider. Das war die Sneak Promo und Ultra Rare.
Dann Ibizella Lutea. Das ist auch wieder so eine Sache, wo ich sage, wir entwickeln uns wieder sehr weit Richtung Duel Monsters zurück. Ich meine, schaut euch mal an, wie das Artwork gezeichnet ist. Nicht nur von dem Feeling, das das Ganze transportiert, sondern halt tatsächlich auch vom Zeichenstil her wirklich sehr, sehr alt. Hätte auch in Invasion of Chaos oder so Platz gehabt, die Karte. Sehr cool. Dann haben wir Megalith Mächtigung. Bururu Erdignister. Plünderpatrouillen Beute. Dann haben wir Alter Krieger, Anmutiger Zugong, Porträt des Unterweltlers. Dann haben wir Alter Krieger, Standhafter Zhangde. Dann Lichtbogen, Lightcraft und AI Liebesfusion. Auch eine sehr coole Fusion-Karte, muss ich sagen. Sehr, sehr schön. Also ich muss sagen, ich bin jetzt schon mal total begeistert. Nehmen wir uns den nächsten Stapel. Und da haben wir aus LED 6 nächste Generation. Das ist natürlich eine schöne Booster-Holo, die wir uns mit Freude rauslegen werden. Dann haben wir Dodo Zwerg, also wieder so ein paar Rares aus dem Set tatsächlich. Die hatten wir ja schon mal besprochen, haben wir ja schon die letzten Male sehr, sehr viele bekommen. Die müssen wir uns jetzt nicht nochmal im Einzelnen durchsprechen, sage ich mal. Dann haben wir den dunklen Magier, das sind jetzt diese ganzen Promos. Obelisk muss natürlich rausgelegt werden, ist ja vollkommen klar. Es ist schließlich ein Obelisk. Dann haben wir Kristalldrache, Slifer, nochmal Kristalldrache, Duza und Neoblauäugiger Ultimativer Drache. Sehr schön. Auch in Secret Rare ein absoluter Augenschmaus, den legen wir uns natürlich auch raus. Dasselbe gilt für Slifer in Ultra Rare. Mega nice, Leute. Wir machen weiter mit Ignition Assault, okay. Alter Krieger, oh Gott, exzentrischer Lu Ying. AI DLE oder DLE Wiedergeburt. Auch eine coole Karte vom Designer, muss ich sagen. Alte Krieger sage San Liu Bündnis. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich die richtig ausspreche, aber das ist halt wirklich schwierig. Dann haben wir wieder LED-Kram. Magier der dunklen Illusionen, The Dark Illusion Super Rare, sehr teuer gewesen. Dann, oh, nice, hier haben wir wieder Holo-Alarm aus LED 6 Gerümpel-Umformer, sehr schön, das ist ein Highlight, das ist eine schöne Super-Rare. Dann haben wir Künstlerkumpel Himmlischer Magier, eins, zweimal, eine legen wir beiseite, eine legen wir raus. Natürlich auch Elemental Aufrichtiger Neos, auch der geht so 1, 2 Euro das Stück, sehr cool, haben wir hier tatsächlich als Playset, also haben wir hier, ich würde sagen, so zwischen 4,50 Euro und 6 Euro zusammen. Sehr cool, legen wir uns auch mal hier quasi stellvertretend einen raus. Dann haben wir Magistra Alchemist, falls das ausgesprochen wird. Magistra Alchemist, ja. Legen wir uns auch mal eine raus. Dann haben wir auszubildende Illusionsmagierin. Die war auf jeden Fall als Promo relativ teuer aus den Yugi Legendary Decks. Da ging die in 10er. Ich weiß jetzt nicht, wie viel der Reprint hier kostet, aber ich denke auch, dass der vielleicht so 2-3 Euro geht. Und dann haben wir noch den Gagaga Magier, beziehungsweise den Gagaga Magier. Eine sehr, sehr schöne Xyz Monster Karte, finde ich vom ganzen Design her äußerst gelungen und auch wesentlich schöner als den normalen Gagaga Magier, auch wenn der normale Gagaga Magier auch schon sehr hübsch ist. Sehr cool, also wir werden hier mit Booster Holos tatsächlich nur so überschüttet. Dann machen wir mal weiter und oh, Slifer der Himmelsdrache als Secret Rare, mega schön. Den legen wir natürlich auch gleich raus, es reißt einfach nicht ab, Leute. Kubisches Karma, dunkler magischer Schleier, ich weiß es gerade gar nicht, war die was wert? Falls ja, ich blende es natürlich dann ein, aber die legen wir jetzt mal nicht raus, da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Chaosform, sehr schön, kubische Welle, Tür des magischen Vertrags, Kristallavatar, dunkler Horizont, einer der schönsten Feindkarten aus dem Set, Metamorph Festung, Kontertor, Metalhold, die mobile Blockade, Vereinigung der kubischen Herrscher, kubisches Mandala, Dimensionssphinx, Schicksalsbegrabung oder Schicksalsgrabung. Ausgelöste Explosion, Verteidigung des Magiers, auch eine sehr schöne Karte. Kubische Wiedergeburt, Dimensionsreflektor und Dimensionswächter. Dann kommen wir zum letzten Teil, würde ich mal sagen. Dann haben wir das Schokoladenmagiermädchen, das Zitronenmagiermädchen, Apfelmagiermädchen, Beerenmagiermädchen, Kiwi-Magiermädchen, Goldenapparat, Silbernapparat, Vijam, der kubische Samen, Indoria Doomvault, mega cool, einer meiner Lieblings kubisch Karten nach dem Samen eigentlich direkt. Crimson Nova,
Gyra Guile, falls er ausgesprochen wird. Dann durchsichtiger Kuribo, Crimson Nova Dreiheit, der finstere kubische Herrscher, Gandora X, dann haben wir Vulkan Dragni, der kubische König, Wachposten Steinsoldat, finsterer Garnex, Buster Gandil, Klingen Garudia, keltischer Wärter für edle Waffen, Palladium Orakel, Mahat, Kaiser Worfsplünderer und Marsh Macron, mega nice. Dann haben wir noch eine äußerst gut verklebte 2019er Tinbox, die ich jetzt hier im Vorfeld schon mal aufgekartet habe, damit wir das Zenova jetzt nicht noch vor Kamera haben. Ja, ich bin gespannt, was drin ist. Tücher. Ich hoffe, unbenutzt. Tücher. Au ja. Okay, sieht mir sehr nach Kamenbulk aus. Den werden wir im Speedup durchgehen und sollte es sich irgendwie ergeben, dass da was Besonderes drin ist oder irgendwas, wo man über das Artwork sprechen muss, dann werden wir da am Ende nochmal drüber quatschen. Auf geht's! So, meine Freunde, ja, wir sind an der Stelle durch. Ich habe aber tatsächlich noch ein paar Karten gefunden, über die wir am Ende dieses Videos vielleicht noch das ein oder andere Wörtchen schnacken sollten. Okay, und zwar geht es natürlich um Ignition Assault Karten. Wie gesagt, es gibt keine Set-Besprechungen bei mir, aber speziell bei solchen Dingen, wenn da mal was drin ist, quatschen wir mal kurz über. Und in dem Fall meine These. Ich hatte ja gesagt, dass sich Konami im Allgemeinen eigentlich wieder gerne Richtung ältere Tage entwickeln wollen würde, habe ich das Gefühl gehabt. Das bemerkt man halt einfach an der Häufung ernsterer und an alte Zeichenstile angelehnte Karten. Und hier habe ich tatsächlich mal einen ganzen Haufen an Beispielen dafür. So viele Karten, die in diese Richtung gehen, hatten wir in den letzten Jahren eigentlich kaum. Und das sind noch nicht mal alle, denn auch die alten Krieger gehen doch stark in diese Richtung. Zumindest so Richtung GX. Ich rede jetzt, wenn ich sage alte Tage, dann rede ich so von Dual Monsters bis GX, vielleicht auch noch 5Ds. So, wir fangen an mit Fedran, der spitzbübische Wind. Diese Karte ist jetzt an und für sich kein alter Zeichenstil oder so, aber es handelt sich dabei um eine doch sehr putzige Karte, die man aber dennoch irgendwie ernst nehmen kann. Es ist keine Karte, bei der man das Gefühl hat, ja, das ist jetzt ein Plüschtier irgendeines Sechsjährigen, mit dem er sich nachts in den Schlaf kuschelt, ja, wie bei den Kuscheltieren oder vielen der ersten Künstlerkumpel, die damals rauskamen. Auch eine Sache ist zum Beispiel, dass die neueren Künstlerkumpel, die so ab Ende von Arc 5 rauskamen, wesentlich in Anführungszeichen ernstzunehmender wirkten, als die ganz am Anfang rausgekommen sind. Ihr müsst das mal vergleichen. Natürlich sind das keine wirklich ernsten Karten, aber es sind dennoch vom Artwork her Karten, die zumindest, ich sag mal, erwachsener gestaltet worden sind, als die, wo wirklich ganz als erstes rauskommen, wie zum Beispiel das Nilpferd oder der Freundesel oder wie sie hießen. Und so ähnlich ist das ja auch. Das ist wirklich eine niedliche Karte, eine schöne Karte, natürlich auch von der Farbgebung her, keine Frage. Aber es ist wirklich eine Karte, wo man sagen muss, okay, das kann man als Monster tatsächlich akzeptieren. Sehr, sehr schön. Einer meiner Lieblingscomics tatsächlich aus dem Set. Dann haben wir den Quick-Ritter. Auch das ist so eine Karte, die in diese Region fällt. Eine Karte, die eigentlich doch relativ niedlich ist, aber irgendwie einfach trotzdem im Kopf bleibt. Und das ist eine Sache, die hatten viele Karten früher überhaupt nicht. Also so, ich würde mal sagen, so ab Sechsel bis Mitte Arc 5 kamen wirklich viele Karten raus und vor allen Dingen, was die Commons angeht, noch wesentlich länger, die halt wirklich wirklich null Wiedererkennungswert hatten. Natürlich, wenn man sie gesehen hat, wusste man, was es ist. Aber ihr wisst, diese Karten, die man früher hatte, hier
zur GX-Zeit zum Beispiel, antike Antriebsgolem oder so, oder auch diese ganzen Karten aus dem Thema, die sind einfach im Kopf geblieben. Die hatten Artworks, die waren einfach so dermaßen einzigartig und so hatten so spezielle Eigenarten an sich, dass man sich die einfach gemerkt hat und die einem dann, wenn man gewisse Schlüsselwörter gesagt hat, sofort in den Kopf geschossen sind. Das hast du heute nicht mehr, ja? Das hast du heute einfach nicht mehr. Und das ist bei diesen Karten mittlerweile so heutzutage, dass es doch wieder relativ präsent wird, sag ich mal. Bei den Holos schon länger, wie gesagt, ab Mitte 5Ds. Bei den Cummins wird es jetzt erst so langsam, so ab Mitte Reigns ist es dann losgegangen, dass auch die Cummins tatsächlich etwas liebevoller gestaltet werden. Nicht im Sinne von Aufwendigkeit, was das Design angeht, sondern im Sinne von Wiedererkennungswert schaffen. Das Ganze nicht zu überladen designen. Und das ist tatsächlich auch eine dieser Karten. So, jetzt kommen wir zur Rubrik GX. Also, diese Karte, die erinnert mich so an diese alte Krieger-Lady und wie sie alle heißen. Also das ist wirklich so eine Karte, die könnte auch damals in diesem Guildford Structure Deck reingehören. Also das ist eine Karte, die ist für mein Empfinden nach sehr, sehr schön designt auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch tatsächlich wirklich, wirklich oldschool. Gefällt mir ungemein gut, muss ich sagen. Wirklich ungemein gut. Sehr, sehr schönes Artwork. Wirklich sehr, sehr schön. Dann haben wir Daruma-Schläger. Das ist eine schöne Karte, die kommt für mich optisch so direkt aus der alten Zeit, also das hätte genauso gut eine Karte aus Ancient Sanctuary sein können oder so, oder auch irgendwie eine Rare aus 5Ds. Sehr, sehr coole Karte auf jeden Fall, gefällt mir auch sehr gut. Sehr innovatives Artwork, sowas hat es auch noch nie gegeben. Sehr, sehr starker Wiedererkennungswert. Wirklich, wirklich cool. Also Leute, das ist einfach ein schönes Artwork. Und das ist so eine Sache, wo ich sagen muss, ich weiß, die meisten Leute sammeln tatsächlich nur holographische Karten, aber ich finde, man verpasst etwas, wenn man eine Karte aufgrund der Tatsache, dass sie halt nicht schillert, nicht sammelt. Ich muss sagen, es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Rares und Cummins, die wirklich einiges ausmachen. Optisch und mit dem man den Ordner eigentlich auch wirklich sehr, sehr schön gestalten könnte. Natürlich würde ich nicht wirklich empfehlen, Cummins mit Holos zu mischen, das sieht ein bisschen komisch aus in einem Ordner, aber sich mal einen schönen Cummin-Binder anzulegen, ist überhaupt kein Problem. Es ist günstig und es sieht teilweise wunderschön aus, denn mittlerweile haben wir so viele Cummin-Karten, die einfach total toll aussehen, wie zum Beispiel der Daruma-Schläger, sehr cool. Dann haben wir besessene Uvualoop, okay. Die Karte kenne ich schon relativ lange. Da habe ich nämlich auch die japanische Cummins schon Ewigkeiten gehabt. Auch die Karte wirkt auf mich unglaublich oldschool. Fängt wieder so ein bisschen diesen ägyptischen Flair ein. Gefällt mir sehr gut. Über die Karte will ich nicht allzu viele Worte verlieren, weil ich die schon mal hier besprochen habe. Trotzdem extrem cool. Der Hintergrund ergibt einen guten Kontrast zum Monster. Ist von seiner Textur her jetzt nicht unbedingt oldschool, aber fällt eigentlich auch kaum auf. Das Monster selber könnte aber genauso gut aus Ancient Sanctuary stammen. Mega, mega cool. Gefällt mir sehr gut. Ja, dann zu meinem aktuellen Lieblingsthema sozusagen. Oder was heißt aktuelles Lieblingsthema? Direkt nach Wendschrecken. Und zwar Megalith und auch direkt zu meiner Lieblingskarte aus dem Thema, nämlich Megalith Och. Sehr schön. Also ich muss sagen, das erinnert so ein bisschen an die Barrierestatuen und ich muss sagen, wunderschön, Leute. Guckt euch mal das Artwork an. Einfach Bombe. Einfach unglaublich schön, Leute. Dieses Wahnsinn. Also es gibt natürlich auch innerhalb dieses Themas stärkere und schwächere Artworks. Speziell die Monster, die so richtig auf Buh sind, wir brutal gemacht sind und so richtig krass designt wurden. Die sind so ein bisschen overdesigned, die hätten ein bisschen dezenter gezeichnet werden können. Sind aber nicht hässlich, sehen genauso schön aus, ja, gar keine Frage. Aber ich mag diese etwas seichteren Artworks dann doch ein bisschen mehr. Sehr schön. Sieht immer so ein bisschen aus, als hätten die jetzt aus dem Überläufer hier Licht und Finsternis so ein bisschen so ein Thema gemacht, was diesen Punkt Licht und Finsternis angeht. Wirklich sehr, sehr schön. Ein total schönes Artwork. Unglaublich. Dann haben wir Megalith Hagith. Der ist jetzt auch mega schön designt. Mir gefallen diese Flügelelemente. Eigentlich eins der geilsten Felsthemen überhaupt vom Artwork her. Gefällt mir auch mega, mega cool. Und wie bereits gesagt, ich meine, wenn man die auch mal nebeneinander hält, ich meine, schaut euch das mal an, Leute. Also wenn das kein schönes Thema ist, dann weiß ich auch nicht. Und ich denke auch mal, dass einige dieser Karten irgendwann in irgendeinem Battles of Legends oder so als Ultra Rare rauskommen. Oder vielleicht sogar als Secret Rare. Und ich denke mal, zumindest ein Holoprint, speziell der Karte hier, würde bestimmt nicht schaden. Sehr cool. Und zu guter Letzt endlich mal wieder eine Ausrüstungszauberkarte, die das tut, was ich immer bemängel an aktuellen Zauberkarten.
Und das ist tatsächlich so, dass Konami da immer noch nicht so wirklich den Kern der Sache getroffen hat. Also es gibt jetzt mittlerweile sehr, sehr viele schöne Zauber- und Fallenkarten, aber es ist halt immer noch so, dass die meisten Zauber- und Fallen sehr überladen sind und nicht richtig im Kopf bleiben. Das ist wieder mal eine Ausnahme, nämlich das zweischneidige Schwert, eine Ausrüstungszauberkarte. Das macht, wie bereits gesagt, das, was ich eigentlich immer von Zauber- und Fallenkarten erwarte. Sie zeigen einen Gegenstand oder, wenn sie schon ein Szenario zeigen, dann ein äußerst simpel designtes, sodass es auch gut im Kopf bleiben kann. Das ist wirklich unglaublich cool. Hier könnte ich mir zum Beispiel einen schönen Super- oder Ultra-Rare-Print vorstellen. Ultra-Rare sogar noch besser. Oben mit einer schönen Goldschrift und nur das Schwert an sich holographisch. Der Rest Kamen wäre einfach wunderschön. So, jetzt haben wir noch ein bisschen über ein paar schöne Kamens gequatscht. Und ich meine, das sind wirklich sehr, sehr tolle Kamen-Karten. Sehr schön designte Karten und mega, mega cool. Das war's an der Stelle. Ich bin wirklich happy, wenn man hier nochmal Revue passieren lässt, was hier alles an Highlights so dabei waren. Also allein er oder hier das Schaf, mega cool, auch die ganzen anderen Karten hier. Also das ist wirklich, 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 wirklich brutal, was hier drin ist. Sehr, sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank, lieber Alex, da hast du dir wirklich Mühe gegeben, da hast du wirklich ein bisschen in die Tasche gegriffen für. Ich muss sagen, richtig, richtig krass. Fettes, fettes Danke. Wir sehen uns zu einem weiteren gespendeten Mega-Opening. Und bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.